Space mit Lapis, Devil May Cry 4, Port 29, gleich anfangen, kurze Einleitung. Jetzt muss natürlich wieder aufladen. Gut, dass wir so viel von dem Zeug haben. Hoffentlich bleiben wir da nicht allzu lang drin. So, schauen wir halt nochmal. Und wenn nicht, müssen wir mal von vorne anfangen. Mit dem Mission abbrechen. Muss da oben weitergehen? Sieh ich jetzt einfach nur nicht, wo es weitergeht? Oder ist es bei mir zu? Oder? Das war doch hier irgendwo offen, oder? Ich bin jetzt einfach nur. Okay, ganz super. Ich habe die ganze Zeit ein Loch übersehen. Ich bin auch so blöd. Nee, ich gibt's. Ich brauche Leben. Scheibenkleister. Ach ja, von mir aus. Engelgeschnetzelt. Kein Bock mehr. Ich bin da vorhin die ganze Zeit abgelaufen und das Loch nicht gesehen. Was denn? Okay. So, bis jetzt haben wir noch mal Leben. Oh, sehr gut. So. Weil jetzt, da wir jetzt dank meiner Blödheit alles verbraten haben, müssen wir nachkaufen. Das Atmen ist nicht länger schmerzhaft. Das Giftkreis scheint nicht in diesem Bereich vorzudringen. Okay. Huch, das ging ja doch sogar diesmal richtig gut. Also für meine Verhältnisse. Okay. Ein Hoch auf schwenkbare Kameraperspektiven. Ich weiß, ganz langsam geht es auf die Nerven, aber mich auch. Mich nervt es. Nein. Auch nichts zu deppern.
liefern? Durch die Vernichtung seiner Quelle ist die magische Eisbarriere geschmolzen. Es scheint so, als könnten sie jetzt das Schloss verlassen. Das scheint so macht mir jetzt nicht unbedingt. Aufwerten können wir jetzt nichts so wirklich, glaube ich. Objekte. Ja, ein paar Lebenskraftstämme müssen wir kaufen, damit wir ein bisschen was haben. Naja, das wird schon. Das Tor von Schloss Fortun. Ja, das haben wir der Gloria zum ersten Mal begegnet. Also nicht wir, sondern der Nero wir. Aber gut. Oh ja, Cerberus der Höllenhund. Wenn dieses Stückchen wirst, dann kriege ich wahrscheinlich ab. 3 Höllenhunde. 5 Höllenhunde. Okay. So. Schneller wie erwartet. So, jetzt erstmal wieder Säulen zerdeppern. Haben wir nichts mehr. Doch, teilweise. Okay, voll geheilt sind wir ja. Ja, die Frage ist, jetzt bricht man jetzt den Teil jetzt hier ab. Ich mag es als putzig. So was Ähnliches wie tödlich. Ja. Super, was mache ich jetzt? Ach, wir machen die Mission jetzt fertig. Wenn nicht, kann ich es hinterher immer noch splitten. Wenn ihr jetzt den Teil angefangen habt, dann hat es kein Intro, habe ich den Teil gesplittet, weil über die 40 oder 50 Minuten gegangen ist.
Ich habe jetzt irgendwie keinen Überblick, wie lange wir noch haben zum Endgegner. Zweites Bergbaugebiet. Was ist das? Okay. Okay, nein, da können wir den nicht umpassen. Nein, da wird man nicht hin. So, ich glaube, jetzt müssen wir so weiter. Gonzalo. Na, in die Richtung geht er nicht. Scheiß, paar Kameraperspektiven. Oh, das Kampel, glaube ich, kurz vor entgegensteht. Na, da wollte ich gar nicht rein. Nein. Wir wollen uns mit einem kleinen Steinchen reinschmuggeln. Gegen den. Wish you would have noticed me earlier. Now my coat is all charred. Wir hatten ihn schon wieder. Der. Immer dann, wenn ich die Sonderpower einschnitze. Überlegen, ja? You can stay and die, or you can walk your ugly ass back through that gate. It's your call, pal. I've retreated once and will not do so again. That's a letdown. I was
Ich hatte dafür mehr Ermehrung. Mein Gott, bist du so cool. Oh, bist du? Performance war jetzt geil. So big from where I'm standing. Now it's just you and me, Mr. Savior. Lucifer, diese höllische Waffe für die endlos mit Zoll explodierende Klinge bei Drohnen in der Luft schweben. Okay, es ist eine I-Waffe. Drücken Sie am Boden. I. Punkt. Positionieren Sie Schwerter um sich herum, um Gegner mehrfach zu durchbohren. Ein vernichtender Angriff ohne Ende. Rote Kugelchen. So, in welche Richtung müssen wir jetzt? Die Mission abbrechen können oder beenden. Da sind wir hergekommen, dann müssen wir wahrscheinlich doch in die andere. Noch da hergekommen, oder? Also da, runter muss ich. Ja, ich glaube, das war das mit der Mission. Wir müssen jetzt unten noch die Tür gehen. Und dann kommen wir schon zur Mission 17. Das läuft ja. Yeah. Naja. War mir fast klar, dass es ein Gefühl gibt. Okay, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, schaut zu, wie Lapis sich blamiert, wenn es irgendwelche Ausgänge übersieht. Also, ich hoffe, ihr schaltet es wieder ein. Sagt es mir, wäre nett, wenn ich mir sagen würde, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, was ich besser machen kann. Bis auf sie nicht ganz so blöd anstellen. Aber vielen Dank. Tschüss, eure Lapis.